dann hat und jetzt noch Heiße einmal Sie vor der Presse sprechen wird. auch alle recht herzlich willkommen. Wir hatten aus meiner Sicht eine informative und gute Sitzung. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Der BND und der Verfassungsschutz ebenfalls. Und durch die professionelle Zusammenarbeit aller Dienste wurden und werden Anschläge auf deutsche und amerikanische Soldaten in Afghanistan im beachtlichem Umfang verhindert. Bevor ich zu den Punkten im Einzelnen komme, möchte ich um Ihr Verständnis bitten. Die Arbeit unserer Nachrichtendienste, und das liegt in der Natur der Sache, muss in Teilen geheim bleiben. Sonst können unsere Dienste ihre Arbeit, die einen wichtigen Beitrag zu unserer Sicherheit leisten, nicht erfüllen. Es geht hier ganz konkret um das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten oder auch um laufende Entführungsfälle. Ich kann daher hier heute öffentlich nicht jedes Detail darlegen, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich im parlamentarischen Kontrollgremium zu allen gestellten Fragen, zu allen Details Auskunft gegeben habe. Ich komme jetzt zu den Ergebnissen. Ende Juli und Anfang August, zum Teil übrigens heute genau vor einer Woche, haben verschiedene hochrangige Gespräche in London und in Washington stattgefunden. Und diese Gespräche haben zusätzliche Klarheit gebracht, über die ich Sie gleich hinsichtlich der Erkenntnisse, die wir heute feststellen können, informieren möchte. Nun zu den wichtigsten Ergebnissen im Einzelnen. Erstens, die NSA hat uns schriftlich versichert, dass sie Recht und Gesetz in Deutschland einhält. Ich zitiere aus einem NSA-Papier, das uns zu den Gesprächen in Washington übermittelt worden ist. Zitat: Die NSA hält sich an alle Abkommen, die mit der deutschen Bundesregierung, vertreten durch die deutschen Nachrichtendienste, geschlossen wurden und hat sich auch in der Vergangenheit stets daran gehalten. Zitat Ende. Bereits in einem Memorandum of Agreement zwischen der NSA und dem BND vom 28. April 2002 hat die NSA versichert, und ich muss wieder zitieren, Zitat, die NSA erklärt ihr Einverständnis, sich an die deutschen Gesetze und Bestimmungen zu halten, die die Durchführung von Fernmelde- und elektronischer Aufklärung und Bearbeitung in Deutschland regeln. Zitat Ende. Und am 23. Juli diesen Jahres hat uns die NSA schriftlich zugesagt, Zitat, die NSA unternimmt nichts, um deutsche Interessen zu schädigen. Zitat Ende. Das bedeutet, unsere zentrale Forderung, dass auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten werden muss, wird demnach durch die NSA erfüllt. Das haben wir jetzt nicht nur mündlich, sondern auch noch einmal schriftlich bestätigt bekommen. Zweitens, auch der britische Nachrichtendienst hat uns mündlich wie schriftlich versichert, sich an Recht und Gesetz in Deutschland zu halten. Ich zitiere aus einem Schreiben des britischen Nachrichtendienstes, das uns übermittelt wurde, Zitat, unsere Arbeit unterliegt jederzeit den gesetzlichen Vorschriften beider Länder. Zitat Ende. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dieses Schreiben ist vom britischen Außenminister persönlich autorisiert. Drittens, ich betone noch einmal,
Selbstverständlich halten sich auch unsere Nachrichtendienste an Recht und Gesetz. Mit anderen Worten, der amerikanische, der britische und die deutschen Nachrichtendienste bestätigen, sie haben in Deutschland geltendes Recht eingehalten. Viertens. Auch die in Deutschland relevanten Internetknotenpunktbetreiber und Verbindungsnetzbetreiber haben gegenüber der Bundesnetzagentur am vergangenen Freitag erneut bekräftigt, dass sie die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland einhalten. Dies umfasst insbesondere auch die Vorschriften zum Schutz der Daten unserer Bürgerinnen und Bürger. Das Fernmeldegeheimnis wird dementsprechend von den Unternehmen gewahrt. Fünftens. Die Nachrichtendienste der USA, also der NSA, und Großbritanniens haben uns zugesagt, dass es keine flächendeckende Datenauswertung deutscher Bürger gibt. Die Daten, über die in den letzten Wochen teilweise hitzig diskutiert worden ist, stammen also nicht aus der Aufklärung der NSA oder des britischen Nachrichtendienstes. Sie stammen aus der Auslandsaufklärung des BND. Diese Daten erhebt der BND im Rahmen seiner Gesetze und leitet sie auch auf der Grundlage des Abkommens vom 28. April 2002 an die NSA weiter. Deutsche Daten, um es noch mal klar zu sagen, deutsche Daten werden dabei vorher in einem mehrstufigen Verfahren herausgefiltert. Zudem werden die gewonnenen Daten des BND durch einen eigenen G10-Beauftragten, der die Befähigung zum Richteramt hat, kontrolliert. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Sechstens. Was es gibt, ist eine Zusammenarbeit und eine Auswertung von Daten in ganz konkreten Einzelfällen, die unserer Sicherheit dienen und die unsere Sicherheit betreffen. Über den noch immer entführten Deutschen habe ich Ihnen vor 2,5 Wochen bereits berichtet. In diesem Zusammenhang, mit diesem Entführungsfall, sind zum Schutz des entführten Deutschen im Jahre 2012 gemäß § 7a des G10-Gesetzes 2 Datensätze des BNDs rechtmäßig an die NSA weitergeleitet worden. Siebtens. Durch die Übermittlung von Auslandsdaten des BND an unsere amerikanischen Partner werden nach Angaben der NSA pro Woche 3 bis 4 IED-Anschläge auf die Truppen in Afghanistan abgewendet. Achtens. Durch die eigene Analyse der bei der Auslandsaufklärung durch den BND gewonnenen Daten sind seit dem Januar 2011 insgesamt 19 Anschläge gegen deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan verhindert worden. Ich sage Ihnen hier deshalb, unsere Nachrichtendienste leisten gute Arbeit zum Schutz der Deutschen und der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten. Neuntens. Die Bundesregierung hat die sogenannten 68er-Vereinbarungen, die noch aus der Zeit des Kalten Krieges stammen und den USA, Großbritannien und Frankreich Sonderrechte bei der Kommunikationsüberwachung eingeräumt haben, zwischenzeitlich im Einvernehmen
mit unseren Partnern aufgehoben. Zehntens. Das Kontrollgremium ist seit 1998, bis zu Beginn der aktuellen Berichterstattung im Juni diesen Jahres, bereits 27 Mal über Fragen der Zusammenarbeit mit den USA, Datentransfer oder Bad Aibling informiert worden. Selbstverständlich wird das Kontrollgremium auch weiterhin über den weiteren Prozess zeitnah und umfassend informiert. Ich habe deshalb das Kontrollgremium eingeladen, sich genau wie im Jahre 2000 ein Bild vor Ort in Bad Aibling zu machen. Wir wollen Transparenz gegenüber dem Deutschen Bundestag. Elftens, die entscheidende Grundlage. Neben dem BND-Gesetz und dem Verfassungsschutzgesetz für die enge Zusammenarbeit zwischen dem BND und der NSA ist im Jahr 2002 unter dem damaligen Chef des Kanzleramtes, Herrn Steinmeier, geschlossen worden. Am 28. April 2002 wurde in einem Memorandum of Agreement detailliert festgelegt, dass zwischen dem BND und der NSA Daten ausgetauscht sowie Programme und Methoden zur Erfassung entwickelt werden sollen. Unterzeichnet worden ist dieses Dokument vom damaligen Chef der NSA Hayden und dem damaligen BND-Chef Präsident Hanning. Die Grundsatzentscheidung, dass ein solches Memorandum of Agreement abgeschlossen werden soll, hat Herr Steinmeier bereits am 24. Juli 2001, also sogar noch vor den Anschlägen des 11. September, getroffen. Das geht zweifelsfrei aus den Akten des Kanzleramtes und des BNDs hervor. Ich sage hier sehr deutlich, damit keine Missverständnisse aufkommen, ich halte dieses Memorandum of Agreement für richtig und ich ergänze auch für erfolgreich, wenn ich an die 3 bis 4 vereitelten Anschläge auf Soldatinnen und Soldaten pro Woche und die 19 verhinderten Anschläge gegen deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan seit 2011 denke. Und um es noch klarer zu machen, damit keine Missverständnisse aufkommen, ich hätte die Entscheidung, ein solches Memorandum of Agreement zu erarbeiten, genauso getroffen, wie es Herr Steinmeier getan hat. Nur Kritik daran, dass die heutige Bundesregierung auf der Grundlage der deutschen Gesetze und des Abkommens aus 2002 handelt, weise ich entschieden zurück. 12. Aus